Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 13, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Gräber der Verfolgten des Naziregimes. Herr Schaus, ist das zur Geschäftsordnung, oder? Ja, also kann es weitergehen. Ja gut, ich komme dem nach, was die Fraktionen wollen, aber mir hat man nichts mitgeteilt und insofern kann ich den Tagesordnungspunkt jetzt aufrufen. Okay. Gut, also fangen wir noch einmal an. Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Gräber der Verfolgten des Naziregimes erhalten. Drucksache 19/25, zusammen mit Tagesordnungspunkt 39, Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Gräber der Opfer nationalsozialistischer Gewalt als Teil der Erinnerungskultur dauerhaft erhalten. Drucksache 19/33, 68. Aus 19 und als erstes hat das Wort. Ja, okay. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich halte den grassierenden Antiziganismus und die hiesige wie europaweite Geschichtsvergessenheit, was Sinti und Roma-Bevölkerungsgruppen angeht, für schändlich und beschämend. Die Tatsache, dass die Sinti und Roma seit Jahrhunderten diffamiert, ausgegrenzt, verfolgt, mittels Rassenideologien und Zigeunerunwesen als fahrendes Volk geächtet und zwischen den Rädern diverser Rassenhygieneinstitute diffamiert werden, ist nicht nur Vergangenheit. Diese Bevölkerungsgruppen wurden und werden mit allen Mitteln geächtet und bekämpft, in deren Folge auch jegliche ökonomische, soziale wie auch kulturelle Teilhabe verhindert wurde und wird. Allein in der Zeit des Faschismus fielen insgesamt geschätzte 500.000 Sinti und Roma unter unmenschlichsten Bedingungen dem systematisch geplanten Rassenwahn zum Opfer. Wir tragen also eine historische Verantwortung gegenüber diesen Menschen, die den Sinti- und Roma-Bevölkerungsgruppen angehören. Und wir tragen die Verantwortung, dass historisch verfestigte Vorurteile praktisch und faktisch weiterleben. Deshalb begrüßen wir den Antrag der Landesregierung vom 10.05. dieses Jahres, der zumindest den Versuch unternimmt, sich dem Problem zuzuwenden. Allerdings haben sich nach unserem Antrag im Oktober des vergangenen Jahres die Probleme für Sinti und Roma aktuell verschärft. Unser Antrag vom 14. Oktober ging auf die energischen Bemühungen der Interessenverbände Deutscher, Sinti und Roma zurück, die ihr Anliegen auch in Hessen mehr anerkannt haben wollten und wollen. In Ihrem Antrag vermissen wir jedoch die Bescheidenheit und die Empathie für das Anliegen der Sinti und Roma. Ihr Antrag verschleiert die aktuellen Probleme für diese Bevölkerungsgruppe, indem Sie so tun, als sei alles in Ordnung. Denn wir tragen selbstverständlich Verantwortung gegenüber der Erhaltung der Gräber der von Faschisten verfolgten und ermordeten Sinti und Roma. Und wenn wir unserer Pflicht Rechnung tragen, sollte es ebenso als Selbstverständlichkeit behandelt und keine Lobeshymne daraus gemacht werden. Diese Gräber und Gräber von allen Verfolgten des Naziregimes gehören als dauerhaft zu pflegende Mahnmale zur historischen und politischen Landschaft Deutschlands und zu unserem kollektiven Gedächtnis. Der vom Gräbergesetz vorgesehene Stichtag 13. März 1952 trägt dazu bei, dass paradoxerweise die Gräber von Tätern und deren Angehörigen weiterhin gepflegt werden, während die Gräber von Opfern fristgerecht beseitigt werden. Deshalb und aufgrund der sich seit Längerem festgestellten Forderungen der Interessenverbände Deutscher, Sinti und Roma fordern wir von der Landesregierung die für die Pflege, Sicherstellung und Bereitstellung hierfür benötigte Mittel. Dabei darf es sich bei der Bereitstellung von finanziellen Mitteln nicht um eine einmalige Maßnahme handeln. Vielmehr müssen auch für die kommenden Jahre entsprechende Mittel in den Haushalten eingeplant
und Mittel für die Kommunen bereitgestellt werden. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die Sinti und die Roma, die als Minderheiten so viel Elend erduldet haben, jetzt wieder von der brutalen Abschiebepraxis am meisten betroffen sind. Den verheerenden Auswirkungen der aktuellen deutschen und europäischen Außenpolitik und der langen und schmerzhaften Austeritäts- und Abschottungspolitik, dem menschenrechtsverletzenden Grenzregime und der immer mehr rassistischen Abschiebepraxis dürfen wir nicht widerstandslos zusehen. Rassistisch, hatte ich gesagt. Die Berichte von Betreuungs- und Beratungsstellen, von kirchlichen Einrichtungen, Verbänden, EU-Menschenrechtskommissaren, Amnesty International und Pro-Asyl lassen keinen Zweifel zu, dass die Abschiebungen unter äußerst inhumanen und menschenrechtsbeugenden Bedingungen vollzogen werden. Seit der Einstufung von Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien im Sommer 2014 und Albanien, Kosovo und Montenegro im Oktober 2015 als sichere Herkunftsländer sind auch hier die Sinti und Roma die Hauptleidtragenden. Die mehrfache Diskriminierung lässt diese Menschen verzweifeln. Familien, die seit 20 Jahren hier lebten, werden den Abschiebeeskapaden ausgesetzt. Christliche Gemeinden sind unter dem Kirchenasyl von Schutzsuchenden überlaufen. Wir wissen, dass es keine sicheren Wir wissen, dass es keine sicheren Herkunftsländer in den Balkanstaaten gibt. Wir sollten ein Zeichen der Wiedergutmachung setzen. Es wird aber nicht ausreichen, die Gräber der Verfolgten zu würdigen. Aber in Erinnerung an die Opfer und das aktuelle Leid von Sinti und Roma sollten wir alles unterlassen, was die Diskriminierung dieser betroffenen Menschen verlängert und wenigstens ein kleines Zeichen setzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes zur Geschäftsordnung Kollege Bellino. Frau Präsidentin, ich habe in dem Wortbeitrag des Kollegen eben gehört, dass hier eine rassistische Abschiebepraxis stattfände. Ich halte das für unparlamentarisch. Eine rassistische Herr Kollege Bellino, Sie waren ja eben schon einmal vorne am Präsidium. Ich hatte die Äußerung nicht gehört. Sie ist bestätigt worden. Ich bin der Auffassung, das ist eine politische Wertung, der sich niemand anschließen muss. Und deswegen werde ich das nicht rügen. Als nächstes hat das Wort Kollege Utter, Fraktion der CDU. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, seit mehr als 600 Jahren leben Sinti und Roma in Deutschland. Leider mussten Sinti und Roma in der Vergangenheit und zum Teil auch heute noch zahlreiche Diskriminierungen erdulden. Trauriger Höhepunkt war die systematische Verfolgung und Ermordung durch die nationalsozialistische Terrorherrschaft. Die Nazis machten sich Vorurteile in der Bevölkerung zunutze bei der brutalen Umsetzung ihrer pseudowissenschaftlichen Rassenlehre. Sinti und Roma wurden Opfer des systematischen Mordens. Absicht war es auch, die Erinnerung an sie auszulöschen. Daher ist es besonders wichtig, die Erinnerung an die Opfer, an ihren Namen wachzuhalten. Tatsache ist, die meisten Opfer sind nicht mehr mit Gräbern unter uns. Sie wurden verscharrt, und kein Grabstein erinnert an sie. Deshalb kommt dem dauernden Erhalt und der Pflege der vorhandenen Gräber eine besondere Bedeutung zu.
Die Gräber von Opfern nationalsozialistischer Gewalt sind historische Stätten der Erinnerungskultur, die mahnend bis in unsere Gegenwart hineinwirken und diese Aufgabe auch in der Zukunft haben sollen. Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass derzeit Gräber von Sinti und Roma, die Opfer nationalsozialistischer Gewalt wurden, nicht unter den Schutz des Gräbergesetzes fallen. Daher hat die Landesregierung bereits 2012 eine entsprechende Initiative im Bundesrat unterstützt, um solche Gräber auf Dauer zu erhalten. Eine bundeseinheitliche Regelung zum Schutz der Gräber muss allerdings noch gefunden werden. Es ist gut und richtig, dass wir im Haushalt 2016 als ersten Schritt 50.000 € für den Erhalt der Grabstätten der Sinti und Roma als Verfolgte der NS-Gewaltherrschaft bereitgestellt haben. Heute sind Sinti und Roma eine anerkannte nationale Minderheit innerhalb der Bundesrepublik und stehen unter einem besonderen staatlichen Schutz. Besonders schutzbedürftig ist ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität. Die Rahmenvereinbarung zwischen der Hessischen Landesregierung und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, vom 12. März 2014 hat dies gut zusammengefasst. Dort findet sich auch der Appell der Landesregierung an die Friedhofsträger, entsprechenden Grabstätten ein ewiges Ruherecht zu gewähren. Doch neben der Erinnerung an die traurige Vergangenheit bleibt es auch unsere Aufgabe, gegen Diskriminierung in unseren Tagen vorzugehen. Die Antidiskriminierungsstelle im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration leistet hier einen wichtigen Beitrag. Alle Menschen in Hessen, die Opfer von Diskriminierung werden, können sich an diese Stelle wenden. Doch auch Aufklärung und Prävention gehören zu ihren Aufgaben. Der Internationale Sinti- und Roma-Tag am 8. April jedes Jahres erinnert an die Geschichte, aber auch die aktuelle Situation der Sinti und Roma. Trotz etlicher Anstrengungen und Initiativen muss die Situation von Sinti und Roma, besonders in einigen Teilen Osteuropas, weiter als prekär bezeichnet werden. Wir sind es den Opfern schuldig, ihrer zu gedenken, aber auch heute gegen jede Art von Diskriminierung vorzugehen. Pauschale Urteile über Volksgruppen und Religionsgemeinschaften haben ja leider zurzeit wieder Konjunktur. Dabei sollten wir es besser wissen. Erinnerung tut weiter Not. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bocklet, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Utter, mein ausdrücklicher Dank für Ihre Rede. Die war sowohl vom Inhalt als auch dem Ton der Sache angemessen. Herzlichen Dank dafür. Herr Kollege van Ooyen, umso mehr bin ich enttäuscht darüber, wie man eigentlich ein Thema, in dem man in der Sache eigentlich einig ist, es tatsächlich noch verstolpern kann, dass man untereinander noch in Streit gerät. Also, ich will es einmal so sagen. Es gab 40.000 Sinti und Roma in Deutschland und Österreich. 25.000 davon sind ermordet worden. Bis zu 500.000 insgesamt europaweit sind dem Rassenwahn zum Opfer gefallen. Es war systematischer, geplanter Völkermord. Und deshalb steht auch die Bundesrepublik und natürlich auch das Land Hessen in der besonderen Verantwortung, diesen Opfern zu gedenken. Und, ich glaube, da gibt es eigentlich in diesem Saale keinen Dissens dazu. Und wenn man Sie haben es schon erwähnt, wir haben ein Bundesgräbergesetz, das genau das nicht möglich macht, dass der Erhalt der Gräber für Opfer nationalsozialistischer Gewalt, dort waren nämlich die Frage von Sinti und Roma nicht mit abgedeckt, dass die Hessische Landesregierung in einer Bundesratsinitiative sich das Thema schon angenommen hat. Also, man kann auch nicht sagen, dass die Hessische Landesregierung sich da ignorant gezeigt hat. Und drittens hat sie auch schon Gelder zur Verfügung gestellt, 50.000. Der Kollege Utter hat es angesprochen.
Und schließlich und viertens haben wir auch eine Rahmenvereinbarung der Landesregierung mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma eingegangen, in dem auch noch eindeutig noch einmal der Frage nachgegangen wird, wie man am klügsten genau die Gräber erhält und pflegt und auch in Zukunft im Gedenken sichert. All das ist richtig und all das ist begonnen worden. Und es ist aber natürlich noch nicht befriedigend abgeschlossen worden. Aber wir unterstützen alles Dahingehende, dass die wenigen Gräber, die in der Tat noch vorhanden sind, tatsächlich gepflegt und erhalten bleiben, dass wir als Hessen unserer Verantwortung gerecht werden und dass wir auch zukünftig dafür Mittel zur Verfügung stellen. Das ist unsere moralische Verantwortung, das ist unsere Pflicht, und das werden wir auch im Regierungshandeln tun. Deswegen haben wir auch diesen Antrag hier vorgelegt. Ich glaube, er enthält genau das, was er sagen muss, dass wir eine Verantwortung haben, dass wir begonnen haben mit der Arbeit und dass wir sie abschließen wollen, auch in Zukunft für kommende Generationen ein mahnendes Mahnmal in Hessen zu haben, dass die Gräber der Sinti und Roma der Naziterror gedenken soll. Und Ihr Antrag ist im Prinzip dasselbe. Er hat auch keine Fragen zu Abschiebung und alles andere. Das ist auch jetzt fehl am Platz, das mitzudiskutieren. Es geht heute darum, wie wir Gräber der Opfer nationalsozialistischer Gewalt dauerhaft erhalten können, in dem Fall der Sinti und Roma. Wir sind auf gutem Wege. Ich hoffe, wir können die Landesregierung dabei unterstützen, dass dieses nicht wirklich einfache Problem tatsächlich auch gelöst wird. Weil es wird ja über 426 hessische Gemeinden, muss man danach suchen. Man muss wissen, wo sie sind. Man muss sie dann auch tatsächlich vereinbaren, dass sie dauerhaft gepflegt bleiben. Ich bitte darum, dass dieser Landtag, dieser Hessische Landtag heute das nicht so in den Parteiengezänk untergehen lässt, sondern dass es unser gemeinsames Signal ist, auch an die Sinti und Roma, die heute Lebenden. Wir sind an ihrer Seite. Wir verweigern uns jeglicher Diskriminierung dieser Gruppe. Wir unterstützen sie und auch in ihrem Gedenken. Das muss das Signal heute sein. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat der Abg. Benedetto, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist mehr als notwendig, und das hat der Kollege Utter sehr deutlich gemacht, dass wir in Deutschland immer wieder an die Opfer und die Verbrechen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erinnern. Gerade die aktuelle Zunahme rassistischer Gewalt gegenüber Flüchtlingen macht deutlich, wie elementar es ist, dass wir Tag für Tag daran arbeiten, unsere Grundwerte zu verteidigen. Das neue Ausmaß rechtsradikaler Hetze und Gewalt muss allen Demokraten ein Ansporn sein, entschiedener für unsere offene und solidarische Gesellschaft einzutreten. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von einem neuen Übergriff auf Geflüchtete berichtet wird. Morgen werden es Homosexuelle sein, übermorgen Menschen mit Handicap und so weiter. Wehret den Anfängen, meine Damen und Herren. Deshalb ist es unabdingbar, dass wir der Erinnerungskultur einen sehr hohen Stellenwert beimessen. Genauso steht es auch im heutigen schwarz-grünen Antrag, aus dem ich gerne zitiere, weil es sehr zutreffend ist. Der Landtag bekräftigt seine politische und moralische Verantwortung gegenüber den Opfern des NS-Unrechtsregimes, ihre zu gedenken und die Erinnerung an sie lebendig zu halten, ist und bleibt notwendiger Beitrag eines verantwortungsvollen Umgangs mit der deutschen Geschichte. Die Gräber von Opfern nationalsozialistischer Gewalt sind historische Stätten dieser Erinnerungskultur, die mahnend bis in unsere Gegenwart wirken und diese Aufgabe auch in Zukunft haben sollen. Und weiter heißt es, dazu gehört auch der dauerhafte Erhalt der Gräber der Opfer der nationalsozialistischen Gewalt. Ja, das ist alles richtig. Und darum empfinde ich das als erschütternd, dass unzählige Gräber von Verfolgten des NS-Regimes Tag für Tag entsorgt werden. Davon betroffen sind nicht nur Sinti und Roma, sondern Euthanasieverfolgte, Homosexuellen, Zeugen Jehovas und zum Teil auch Juden. Ebenso erschütternd ist die Tatsache, dass viele Sinti und Roma nicht unter dem Schutz des Gräbergesetzes fallen, weil es einen kausalen Zusammenhang zwischen Verfolgung und Tod bis zum Stichtag 31. März 1952 voraussetzt. Während nach dem Zweiten Weltkrieg die Juden als Opfer des rassistischen Völkermords
völlig zu Recht anerkannt wurden, mussten die aus der Tötungsmaschinerie der Nazis zurückgekehrten Sinti und Roma Folgendes erleben. Der Bundesgerichtshof urteilte 1956, dass staatliche Verfolgungsmaßnahmen vor 1943 gegenüber den als Zigeuner gebrandmarkten Menschen gerechtfertigt gewesen seien. Ich zitiere aus dem Urteil. Sie neigen, wie die Erfahrung zeigt, zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe der Achtung vor fremdem Eigentum und weil ihnen, wie primitive Urmenschen, ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist. Zitat Ende. Für diesen Urteilsspruch, meine Damen und Herren, entschuldigte sich die Präsidentin des Bundesgerichtshofes erst im vergangenen Jahr. Nur etwa die Hälfte der deutschen Sinti und Roma überlebten den rassistischen Völkermord, der als solcher erst von Helmut Schmidt 1982 anerkannt wurde. Er wurde, so der damalige Kanzler, aus dem gleichen Motiv des Rassenwahns, mit dem gleichen Vorsatz und mit dem gleichen Willen zur planmäßigen und endgültigen Vernichtung durchgeführt wie die an den Juden. Nun zum Antrag der LINKEN. Ja, es ist ein Paradoxon, so steht es in Ihrem Antrag, dass Gräber von Tätergruppen dauerhaft gepflegt werden, während Gräber von Opfern des Naziregimes, die nach dem 31. März verstorben sind, 1952, geräumt werden. Das empfinde ich als unerträglich, meine Damen und Herren, und es kann so nicht bleiben. Es muss beschämend stimmen, dass noch immer keine bundeseinheitliche Regelung für den dauerhaften Erhalt der Grabstätten der Überlebenden getroffen wurde. Umso wichtiger ist daher, in unserem Lande Hessen die betroffenen Gräber jetzt zu schützen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Deshalb werden wir den Antrag der LINKEN zustimmen und uns dem der Koalition enthalten, da er zwar in die richtige Richtung geht, aber uns nicht weit genug. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt, kann man behaupten, in den letzten 10 Jahren eine Kontinuität, eine sehr positive Kontinuität in diesem Hause, wie aber auch in der Landesregierung hinsichtlich der Zusammenarbeit derjenigen, die heute für die Sinti und Roma sprechen, dem Gedenken an die Ermordeten, an die Opfer der nationalsozialistischen Gewalt. Und Kollege Utter hat das in unseren Augen in hervorragender Art und Weise von diesem Pult aus deutlich gemacht. Wir haben auf der einen Seite eine Verantwortung, immer wieder zu tragen. Wir haben eine Verantwortung, uns daran zu erinnern. Wir haben eine Verantwortung, dass die Schülerinnen und Schüler in Hessen sich immer wieder daran erinnern. Wir diskutieren ja häufig die Frage, ob es nicht sogar ins Pflichtenheft, Herr Kultusminister, eines jeden Schülers gehört, einmal in seinem Schulleben mindestens eine Gedenkstätte nationalsozialistischer Opfer in Hessen besucht zu haben. Ich habe mich als Ministerpräsident dafür ausgesprochen. Wir sind leider nicht zu einem endgültigen, verpflichtenden Ergebnis gekommen. Aber ich glaube, an einem Tag wie heute kann man noch einmal daran erinnern, dass es schon Aufgabe auch der Bildung ist, anstelle von einer Klassenfahrt z.B. in einen Freizeitpark, ich habe nichts dagegen, einen Freizeitpark auch zu fahren, aber auch einmal eine Gedenkstätte. Und wir haben von Hadamar bis Cuxhagen, da braucht man gar nicht weit zu fahren, leider sehr viele dieser Gedenkstätten bei uns im Lande, dass das einmal besucht wird. Die Kontinuität ist auch angesprochen worden in der Arbeit der Landesregierung. Ich kann mich noch sehr gut an die Diskussion erinnern, die wir im Jahre 2012 geführt haben, damals Michael Boddenberg, unser Bundesratsminister, wie wir das Thema auch angehen, um
auf Bundesebene diese Initiative einzubringen, dass die Sinti und Roma auch unter den Schutz des Gräbergesetzes fallen. Ich muss gestehen, als ich das in den letzten Tagen mir wieder vor Augen geführt habe, war ich schon ein bisschen entsetzt, dass das noch nicht gelöst ist. Ich glaube, dass diese Debatte am heutigen Tage die Landesregierung motivieren wird, noch einmal in die Bundesratsdebatte hereinzugehen und zu schauen, dass man auf Bundesebene ein entsprechendes Ergebnis findet. Wobei, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage das an dieser Stelle vollkommen ohne Polemik, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Sozialdemokraten genauso wie der stellvertretende Bundesvorsitzende der Christdemokraten Mitglied auch dieses Hauses sind. Ich finde, dass man hier auch eine Art Zangenbewegung organisieren kann. Ich finde, die Bundesregierung ist hier auch in der Pflicht, endlich zu Potte abschließend zu kommen. Deshalb lassen Sie mich abschließend sagen, man muss ja die Minuten nicht ausnutzen, die man hat, dass wir dem Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN unsere Zustimmung und auch Überzeugung geben. Ich will an dieser Stelle sagen, es wäre vielleicht eine ganz nette Geste gewesen, bevor dieser Antrag eingereicht worden ist, noch die anderen Fraktionen zu fragen, ob man es nicht vielleicht gemeinsam macht. Aber wir stimmen jedenfalls jetzt gemeinsam darüber ab. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, durch die Redebeiträge ist deutlich geworden, dass der Antrag kein unbekanntes Thema anspricht. Und den Appell des Kollegen Dr. Jörg-Uwe Hahn finde ich, ist richtig, dass man versuchen muss, an dieser Stelle durchaus auch Gemeinsamkeiten, die vorhanden sind, auch durch nicht nur gemeinsame Abstimmungen, sondern auch durch gemeinsame Formulierungen zum Ausdruck zu bringen. Denn das Anliegen, die Gräber aller Sinti und Roma, die Opfer nationalsozialistischer Gewaltmaßnahmen geworden sind, zu erhalten, hat vor dem Hintergrund der Verfolgung im Nationalsozialismus sowohl für die Angehörigen der nationalen Minderheit der deutschen Sinti und Roma als auch für die gesamte Gesellschaft einen hohen Stellenwert und ist ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur. Dessen ist sich und war sich die Landesregierung immer bewusst. Ich will an dieser Stelle schon sagen, dass ein Teil der Antragsbegründung der LINKEN aus unserer Sicht der Landesregierung schief ist, denn die Pflege von Gräbern, von Tätergruppen, also etwa vom im Krieg getöteten Angehörigen der Wehrmacht und der SS, wie es dort wörtlich heißt, dient eben nicht der Ehrung militärischer Verdienste der betreffenden Kriegstoten oder gar als Ausweis individueller Schuldlosigkeit. Letztendlich sind Gräber Orte der Mahnung für Frieden gegen Krieg und gegen Gewalt. Und oft sind Kriegsgräberstätten eben auch nicht allein den Soldaten, sondern eben auch den zivilen Opfern, den Kriegsgefangenen, aber auch den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, die dort bestattet sind, gewidmet. Sie spiegeln letztlich die gesamte Bandbreite des Schreckens von Krieg und Zwangsherrschaft wider. Und so handelt es sich keineswegs um eine Gleichsetzung von Tätern und Opfern oder gar um eine Erhöhung von Tätern gegenüber von Opfern. Tatsache, meine Damen und Herren, ist doch, dass Verfolgung und Ermordung nicht nur der deutschen Sinti und Roma in Politik und Gesellschaft lange Zeit nicht hinreichend gewürdigt worden sind. Sinti- und Roma-Familien stehen deshalb nur mehr zunehmend vor dem Problem, dass die Grabstätten ihrer Angehörigen, zu denen die verstorbenen Holocaust-Überlebenden gehören, aufgrund ablaufender Ruhezeiten nach den üblichen Friedhofsordnungen endgültig beseitigt werden sollen. Viele Gräber fallen eben nicht unter den Schutz des Gräbergesetzes, weil das Gräbergesetz einen kausalen Zusammenhang zwischen Verfolgung und Tod bis zum Stichtag 31. März 1952 voraussetzt. In einigen Fällen wurden betroffene Gräber inzwischen glücklicherweise als Ehren- und Dauergräber erhalten bzw. unter Denkmalschutz gestellt, um an dieser Stelle die Erhaltung auch vornehmen zu können. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein, dass die Erhaltung der Familiengrabstätten für die Sinti und Roma mehr ist als eine Frage der Erinnerung.
Sie ist letztendlich ein Teil ihrer kulturellen Identität, und die gilt es auch zu würdigen und auch zu schätzen. Bereits 2012 hat die Hessische Landesregierung deshalb eine Initiative im Bundesrat unterstützt, eine Regelung zu schaffen, die dann leider im Bundestag keine Mehrheit fand. Ich denke, dass der Appell, den Herr Kollege Hahn gerade eben zum Ausdruck gebracht hat, durchaus nicht unerhört bleiben kann. Wir haben auch die Hoffnung auf eine Lösung auf Bundesebene nicht aufgegeben. Wir haben im September 2015 mit unterstützt ein Gespräch des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma mit der Bundesregierung. Zuletzt im Februar dieses Jahres hat der hessische Ministerpräsident mit dem Chef des Bundeskanzleramtes ein Gespräch mit dem Ziel geführt, eine bundesweit einheitliche Lösung in der Gräberfrage zu finden. Inzwischen wurde mitgeteilt, dass das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hierzu gegenwärtig Gespräche mit den Beteiligten führt. Hier wäre sicherlich ein Hinweis und ein Einwirken auf die zuständige Ministerin wünschenswert von den politischen Gruppen auch in diesem Landtag. Wir gehen davon aus, dass die Gräber, die in Hessen geschützt werden müssen, auch mithilfe der Kommunen eine Möglichkeit, gefunden wird, letztendlich diese zum Gegenstand auch des Mahnens gegen Gewalt und Schreckensherrschaft zu erhalten und damit letztendlich nicht nur einen Beitrag zur Bewahrung der kulturellen Identität von Sinti und Roma zu leisten, sondern damit auch einen Beitrag zur Erinnerung gegen die Schrecken von Krieg und Zwangsherrschaft zu verwirklichen. In diesem Sinne, denke ich, ist der Antrag, den die Koalitionsfraktionen eingebracht haben, ein Antrag, der die richtige Richtung weist, die seitens der Landesregierung auch befürwortet wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Minister, wir sind am Ende der Aussprache. Es gibt die Vereinbarung, dass wir die beiden Anträge in den Ausschuss überweisen. Dann ist dies so.